Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Animalika. Wir sind ja jetzt hier gerade am Anfang. Wir sind ja hier einmal rumgeritten. Und hier ist ja unser Raumschiff abgestürzt. Vor etlichen Monaten habe ich mittlerweile das Gefühl. Aber die Ressourcen, die spawnen ja wieder und wir gehen jetzt hier einfach nur mal kurz durch und nehmen alles mit, was wir hier so finden. Warum ist denn das gerade so milchig? Das ist doch sonst anders, oder? So, die Pflanze kann man nicht mitnehmen. Der Müll ist hier ohnehin nachgespawnt. Schade eigentlich. Aber wir können diese komischen Viecher jetzt mitnehmen hier. Wir müssen unbedingt was trinken. Sehe ich gerade. So aus dem Augenwinkel. Ist immer schlimm, wenn man einen großen Monitor hat, dann sieht man die Ecken nicht. So, haben wir sonst noch was zu essen bei? Jetzt nur mal kurz. Ja, das Brot hatten wir ja noch bei. Genau. Und dann müssten wir vielleicht mal nach Hause gehen. So. Oder. Obwohl das Brot wahrscheinlich schon ziemlich alt ist, da wo wir es gefunden haben. Aber hat trotzdem noch gut geschmeckt. Wow! 20 Stück haben wir davon und ich weiß nicht wozu, aber wir haben es. Und das ist das Gute. Wir haben die Sachen. Oh, liegt hier noch irgendwo was rum? Wir brauchen ja vor allem diese Stickies und Timber brauchen wir eigentlich ganz viel. Haben wir Timber jetzt so schon mal gefunden wieder, ne? Ja, 9 Stück. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein, was wir finden könnten. Hier so irgendwo mal. Oh, hier sind ja die beiden Grabsteine. Sind wir mit Leuten geflogen, die wir hier vielleicht beerdigt haben? Ich weiß nicht, warum hier ausgerechnet so zwei Gräber sind. Da, wo wir abgestürzt sind. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier noch irgendwas? Das konnten wir ja nicht mitnehmen, ne? Ja. Loks sind gut. Wie viel waren das da? Loks. Wo sind die da? Oh. 48 Stück. Hier haben wir noch Knochen. Na, nehmen wir mal mit. Und irgendwo war doch hier noch eine Höhle. Ob das da auch nachgespawnt ist? Warte mal. Können wir die jetzt auch mitnehmen? Und ist das gleiche vor allem? Ist das gleiche. Also kann ja nur irgendwie dieses Alien-Zeug sein, wo die Viecher mutieren hier alle, ne? Na, sag mal, wo war denn die Höhle? Die war doch hier irgendwo. Hier ist er doch. Da ist nichts nachgespawnt. Aber kriegen wir den Kristall jetzt mit? Der liegt ja hier immer noch. Hm. Ich habe ja Geduld, aber das dauert schon wieder sehr lange, wa? Kriegen wir nicht mit, oder? Aber das macht ja so ein Geräusch, als ob wir das mitkriegen. Ich bin so unentschlossen. Wir kriegen es mit. Das haben wir mitgekriegt. Okay. Weapons and Tool from 1 zu 3. Okay. So, dann nehmen wir noch ein paar Eier mit. Damit können wir uns noch ein paar Omelettes machen. Da haben wir auch noch mal Holz, war? Nee, Stickies. Stickies können wir auch gebrauchen. Obwohl, davon haben wir echt viele mittlerweile. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Hier war auch nochmal eine Höhle, da ist aber auch nichts weiter. Okay. Und die Dinger gingen ja nicht kaputt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, das waren ja so... Doch, das sind ja auch so eine Klumpen gewesen. Das muss ja jetzt was anderes sein, ne? Genau. Play ist das da. Komm, dann nehmen wir Clay auch noch mit, dann können wir uns vielleicht was Schönes daraus machen. Bei Minecraft würde ich sagen, wir können jetzt Blumenvasen bauen, aber ob man das hier machen kann, weiß ich nicht. Denke eher nicht. So, dann versuchen wir mal an diesen Mistviechern da vorbeizukommen. Die werden ja wahrscheinlich auch wieder da sein. Aber mit unserem Pony hier, das müsste ja normalerweise klappen.
Zumindest da hinten bis zur Tankstelle erwartet war. Dass wir uns da wieder auf den Stein retten können. Naja, ich höre dich. Da kommst du ja schon angerannt, mein Guter. Da war eine Schatzkiste. Ey, wir reiten hier mit Pferd. Dieses Mistvieh. Problem ist natürlich, wir haben jetzt keine Pfeile, um das großartig abzuhängen. 63. Ups. Steig mal ab. Oh, die Troller steigen nicht mehr ab. Ach komm, wir haben sonst wo gespeichert. Ja, ja, ist ja gut. Hast du ja gewonnen. Was passiert, wenn ich sterbe? So, ich bin jetzt an den Grabstätten, ne? Ja. Mal versuchen wir da nochmal durchzukommen. Zu Fuß klingt es besser. Dieses Pferd ist echt schlimm. Ich speichere jetzt natürlich nicht ab, weil ich gerade alle Sachen raus habe. Nicht mal alle Sachen. Einige Sachen sind da geblieben. Möchte aber erstmal gucken, bevor ich speichere, ob die Sachen da hinten liegen. Hier war die Schatzkiste irgendwo, ne? Da am Rad? Ja. Können wir sie ja mal mitnehmen. Hier sind wir ja noch nie so relaxed durchgegangen. Kann sich ja mal alles angucken. Oh, da ist das Vieh. Ich hoffe, das sieht mich jetzt nicht. Das sieht mich. Volle Kanne. Na, du kleiner Süßer, du. Na, du bist ein ganz niedlicher. Ah. Komm, verschwinde jetzt hier. Soll's verschwinden. Ja, aber reicht nicht bis da unten, ne? Oh, ich hau den Stein noch weg hier. Schreck den nicht. Ach Mann, du sollst den treffen da, nicht den Stein hauen. Ja, verschwinden die Sachen oder bleiben die da einfach liegen? So, er geht. Das finde ich sehr nett von ihm. Wenn er da im Haus verschwunden ist, dann können wir mal unsere Sachen da holen. Dieses mistige, verbackte Pferd hier. Ich krieg die Sachen nicht mit. Der hat mich aber nicht gesehen. Oh, doch, doch. Ja, ja, ist ja okay, Mann. Hast mich gesehen? Ja. Muss ich mein Pferd da wegnehmen? Ist das zu dicht, aber... Aber warum hat mich das Ding gesehen? Ja, ich hau immer auf den Stein. Das ist schlecht. Aber du legst dich da jetzt nicht hin, wa? Verschwinde! Ist da was das Schlimmste? Da sind unsere ganzen Toolsachen drin. Wenn ich die jetzt wieder nicht mitkriege, kotzig. Gut, ich warte mal einen Moment länger. Was, das, was macht denn das Vieh da die ganze Zeit? Ja, die Sachen liegen alle da, aber... Irgendwie kann ich die nicht mitnehmen wieder. Ich wäre so ärgerlich wieder. Ey, ey, könnte kotzen. Dass dieses Mistvieh schneller ist als mein Pferd, ja. Ich kann ganz gemütlich durchlaufen, aber das Mistvieh ist schneller als mein Pferd. Aber jetzt müsste der langsam mal weg sein, oder?
Sehr schwierig gerade, sehr schwierig. Was macht sie da? Ach komm, ich hasse das Spiel echt. Um 2 Uhr hatten wir das letzte Mal gespeichert, das war sonst wo. Scheiße hier. Ich hasse das Spiel. Dieses verbackte Kackding hier. Wo sind wir denn? Alter, wisst ihr, wo mein Pferd ist? Vor einer Tankstelle. Gut, Sachen haben wir alle. Oh, jetzt kann ich hier durch die Nacht rennen, ohne Pferd. Warum ist denn das Pferd nicht gespeichert? Warum speichert der das nicht da ab, wo das war? Alter, ist das nervig. Könnte ich ja gerade kotzen. Aber echt. Wie viele Pfeile hatten wir? 6. Oh Mann. Ich bin gerade echt down bei dem Spiel. Das macht mal kaputt. Das Spiel macht so viel Spaß und dann so eine Bugs. Ich versuche die ganze Zeit zu sagen, Marco, bleib ruhig. Es ist ein Early Access, aber ich bin sauer gerade. Ich bin echt stinkig. Immer das Gleiche. So ein Kack-Game. Sind die ganzen Tool-Dinger noch da? Ja. Darf ich um die halbe... Ah, da sind ja diese komischen Viecher. Oh, Gott sei Dank gerade noch mal gebremst, ey. Hätte mir jetzt noch gefehlt, den in die Arme zu rennen. Gut, ich weiß auf jeden Fall, dass sie böse sind. Ey, kotze gleich, echt. Ah, leg dich nicht mit mir an, ey. Ess ich erstmal einen Apfel. Oder rüberspringen bringt mir jetzt gar nichts, weil wir müssten wieder an diesem komischen Mistvieh vorbei. Was ist denn das hier? Gar nichts, wa? Macht auch hier, oder? Ja. Ja, ich müsste ja wieder an diesen komischen Viechern vorbei und das schaffe ich irgendwie nicht. Wir gehen jetzt außen rum, würde ich jetzt mal sagen. Und holen dann unser Pferd von der anderen Seite der Tankstelle ab. Das sehe ich jetzt eigentlich als einzige Möglichkeit. Obwohl das Vieh wahrscheinlich weiterhin verbuggt ist. Aber wir können ja diesmal vorher speichern. Könnten wir jetzt eigentlich mal machen, weil wir sind ja super durchgekommen. Ja. Ich könnte kotzen. Da sind wir rübergesprungen. Das werden wir jetzt natürlich nicht machen. Vor allem, wir haben auch gar keine Energie mehr, um zu rennen. Da würden wir uns echt... ja, bestrafen mit. Weil wir haben auch keine Pfeile mehr, nicht. Dann müssen wir halt mal außen rum gehen. Bringt ja nichts. So, die Lunge auch im Arsch. Und zu viel Rand. Toll. Ach, mit dem Pferd ist so nervig. Habt ihr das Problem auch? Wer das Spiel spielt, dass euer Pferd auch permanent wegbackt oder so eine Bugs hat. Dass man mal nicht raufkommt und mal nicht runter. Gut, mit dem Raufkommen hatte ich ja sonst keine Probleme bisher, aber mit dem Runter
War ja nur das erste Mal, dass ich ein Riesenproblem gehabt habe, darauf zu kommen. Dann konnte ich nicht mal meine Sachen nehmen. Achso, das Pferd dürfte jetzt fast gar nicht verbuggt sein, weil die Sachen ja nicht mehr da sein durften, weil wir ja neu geladen haben. Und die Sachen in der Tasche haben. So, ich trinke jetzt einfach mal, damit die Lunge wieder voll Wasser ist. Und wir rennen können. Ich halte mal ein bisschen Wasser dafür aus. Und ich weiß nicht, wie lang der Weg noch sein wird, und dann möchte ich doch lieber, dass wir ein bisschen rennen können. Was ich jetzt hier ein bisschen schade finde, wir waren ja auf der Pirateninsel, da gab es ja überall mal so ein Häuschen, aber hier ist im Grunde alles wirklich leer. Da könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Ist ja bis auf unser Häuschen da hinten und die Tankstelle auf dem Weg bisher hier gar nichts drin, ne? Also wir sind ja nun schon echt weit gelaufen, da sind wieder so eine Viecher. Ich versuche mich mal vorbeizuschleichen. Wahrscheinlich wird es nicht. This should help. Bestimmt wird es helfen. Ein Pfeil noch, super. Wird viel jetzt ausgerechnet herkommen? Dann ist auch eins. Oh. Ich hasse mein Leben. Machen wir einen Bogen rum. Entschuldigung. Machen wir einfach mal einen großen, großen Bogen darum. Bevor ich jetzt hier wieder sterbe. Wir könnten ja hier mal speichern, wa? Obwohl, wir hatten gerade gespeichert, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Das ist das Beste, was man machen kann, oder? Haben wir hier? Amor! Ich liebe diesen Weg. Den würde ich am liebsten öfter gehen. Ich sehe schon, warum überall Amor ist. Hier sind ja nur von den Viechern, rennen die hier rum. Da auch schon wieder, Alter, sag mal. Gibt's hier ein Nest? Diese Mistviecher. Na, wenigstens haben wir endlich mal wieder Munition ein bisschen. Die mal jemand vorgecraftet hat. So, wir müssen wieder was trinken. Ich trinke sofort, weil wenn hier so ein Viech ankommt, möchte ich rennen können. So, es wird wieder hell. Die Sonne geht auf. Wunderbar. Hinterm Felsen. Ah, da ist die Brücke. Wir sind gleich zu Hause. Na, mitnehmen. Sieht jetzt schön aus, da mit den Glühwürmchen. Oder was ist das? Elfen? Der Insel waren wir auch nicht, ne? Kann man da vielleicht drüber schwimmen? Das müssen wir auch unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja hier was ganz Tolles. Schön, wie die Sonne aufgeht, oder? Wie sich das Licht hier in den Bäumen bricht. Schön. Echt. Ihr könnt das Spiel eigentlich nur spielen und hier am Wasser sitzen und sehen, wie die Sonne auf und unter geht. Auf und unter geht, ja. Genau so. Da hinten haben wir den Hirsch. Der tut uns ja hoffentlich nichts. Dann haben wir aber hier einen richtigen Inselausflug gemacht. Also ich weiß jetzt, die Insel ist sehr groß.
ist doch der richtige Weg, ja. Laufen wir mal hier. So, dann sind wir zu Hause. Ist das nicht was? Dann schmeißen wir hier mal eine Kiste hin, wenn wir eine bauen können. Oh, wir können jetzt so was bauen? Bodenbox können wir nicht bauen. Was brauchen wir denn? Timber. Also mit dem Timber haben wir echt ein Problem. Kann ich die irgendwo hinstellen und auf... Nee, aber aufmachen konnte ich die ja gar nicht, ne? Was sind diese Schatztruhen? Haben wir hier noch Platz drin? Ja, das soll zumindest die Tools hier retten. Alles andere wäre ja fast Schnurz. Aber die Tools, die brauchen wir unbedingt. So, Wooden. Hier können wir noch die reinschmeißen. Oh, das kann auch noch ran. Knochen hatten wir auch gesammelt, ne? Ah ne, das war in dem anderen, wo wir abgebrochen sind. So, Papier passt hier rein. Baumaterial hatten wir hier. Achso, das ist schon wieder eine andere Haut, okay. Mann, wie viele Häute gibt es denn hier? Teilscraps können wir hier reinpacken. Nägel, passen die auch noch? Nicht wahrscheinlich. Nee. Ach, guck mal, das ist ein kleiner Hammer. Ich wollte den letzten schon ja nicht mitnehmen, weil ich dachte, Mann, Hammer haben wir doch. Hammer. Habe ich mir so gedacht. Ja, gut, dass ich den mitgenommen habe. So, Fleisch können wir hier reinschmeißen. Brot hatten wir ja jetzt noch nicht gegessen, ne? Potatoes, die hatten wir gesammelt. Was bist du denn? Achso, Iris, genau. So, trinken kann er auch rein. Hat man die anderen Blümchen da hingeschmissen? Waren das hier? Nee, ne? Hier, ne? Ja. Gehen die hier auch irgendwo rein? Zack, der Pilz geht rein. Das ging nicht rein. So. Ah, wir haben zu viel von diesen Rosenhip. So, die packen wir mal darin. Keine Ahnung, wozu wir sie brauchen. Wir werden bestimmt sicher noch irgendwann rauskriegen, wofür wir die ganzen Sachen brauchen. Ich habe noch ein paar Schrauben in der Tasche, die passen wir bestimmt hier noch drin. Warten, die stecken nur bei 500. Alter, wir sind aber auch ein bisschen voll, ne? Wenn ich mir so unser Lager angucke, warte mal, hier konnte ich das noch hinschmeißen. Bei den scharfen Steinen, die sind auch wieder weggebackt gewesen, ne? Davon hatten wir nämlich auch... Oh nein, die wollte ich behalten. Dann hatten wir nämlich auch eine ganze Menge gehabt. So, die Sachen packe ich mal auch hin, dass sie nicht verloren gehen. Und die Haut, keine Ahnung, wozu wir die brauchen. Kupferohr hatten wir irgendwo. Da oben. Und hier haben wir Wolle. Bin fast der Meinung, dass wir auch Wolle hatten, aber keine Ahnung, ob das vor unserem Bug war oder nach unserem Bug. Das sieht nach unserem Bug aus, weil wir haben keine Wolle mehr. Oh, die Folge ist ja schon viel zu lang. Entschuldigung, ey. Dann werden wir die mal beenden. Mann, ey, Quatsch hier und Quatsch hier. Und ihr kommt einfach nicht weg. Na gut. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen, auch wenn wir nur durch die Gegend gerannt sind, weil ja unser Pferd wieder Scheiße gebaut hat. Entschuldigung. Ja, und dann werden wir mal sehen. In der nächsten Folge werden wir unser Pferdchen herholen. Und mal sehen, was wir denn noch machen. Uns wird bestimmt noch was einfallen. Ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.